Sie saßen also gestern bei Markus Lanz, bräsig arrogant wie immer, und sprachen über die Demo in Ehring im vergangenen Jahr. Es freut mich ja, dass Ihnen das offenbar so nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist. Und irgendwann sprachen Sie auch von einer Kabarettistin, nehme ich an. Da bin ich gemeint, die am selben Tag der Demo versucht habe, ihr Haus für 5 Millionen zu verkaufen und sich als sozial überbelastet dargestellt habe durch den Einbau einer Wärmepumpe. Da muss ich Folgendes richtigstellen. Das waren nicht 5, sondern 6 Millionen. Und natürlich hätte mich der Einbau einer Wärmepumpe jetzt nicht finanziell überfordert. Zum einen ist mein Bruder Heizungsbauer und zum anderen habe ich die letzten 30 Jahre mir den Arsch aufgerissen mit anständiger, harter, ehrlicher Arbeit. Das muss ich Ihnen jetzt kurz erklären, weil das wissen Sie ja nicht, was das ist. Bei Ihnen wird ja seit Jahrzehnten das Geld vom Steuerzahler mit einem ganz feinen Röhrli ins Popschi geblasen. Und dazu muss ich auch noch sagen, im Verhältnis ist es ja gar nicht so viel, wenn man sich das überlegt. Die Summe, denn die neue Dienstwohnung von Frau Baerbock in Brüssel kostet ja auch schon, neu renoviert jetzt, 8 Millionen. Den Steuerzahler, natürlich. Sie hätten auch noch behauptet, dass in Erding sei Enthemmung gewesen, was da vor sich gegangen sei. Also wenn Sie glauben, dass die Tatsache, dass Menschen, die diesen Karren tagtäglich am Laufen halten, die bürgerliche Mitte, dass wenn die auf die Straße geht, dass das Enthemmung ist, dann muss man ihnen, glaube ich, erklären, wie Demokratie funktioniert. Denn das, was speziell Ihre Partei, aber auch der Rest der Ampelparteien betreiben, das ist Zerstörung. Mutwillige, irreversible Zerstörung von Wohlstand und sozialem Frieden. Und dagegen muss es erlaubt sein, auf die Straße zu gehen. Das ist demokratisches Grundrecht. So. Und ich glaube, wenn es so weitergeht, dann ist sowieso so, dass in diesem Land bald niemand mehr lacht. Nicht einmal die Hühner. Einen wunderschönen Abend, Herr Trittin.